Der Elden Ring DLC Shadow of the Erdtree ist nicht so gut angekommen auf Steam, wie man vielleicht erwartet hatte. Das liegt wohl an der Schwierigkeit, aber das kann ich persönlich gar nicht nachvollziehen. Wie du halt einfach nichts machen kannst, das ist ja wirklich... Ja. Also ich, aber Spaß beiseite, wir schauen uns einmal an, was denn das Problem ist, woran es liegt und was eben der Chef von From Software dazu sagt. Denn das bestätigt noch einmal meine Einschätzung von From Software und seinem Chef. Denn wenn wir uns die Werte hier ansehen, dann können wir erkennen, dass Elden Ring Shadow of the Erdtree tatsächlich eine ausgeglichene, also Mixed-Wertung auf Englisch bekommen hat. Das bedeutet, dass nur 65% der Spieler dieses Spiel tatsächlich positiv sehen. Was eben schon ein krasser Vergleich dazu ist, dass sonst Elden Ring eine sehr positive Wertung hat, weil es eben ein sehr gutes Spiel ist, was sehr gut angekommen ist. Hier gibt es aber offensichtlich Probleme, die irgendwo angesprochen werden, auch in den einzelnen Reviews. Zunächst habe ich ja erwähnt, dass die Schwierigkeit wohl recht hoch ist. Da habe ich jetzt einfach mal einen Kommentar rausgesucht. In Deutschland nicht ganz so viel zu finden, denn das größte Problem liegt tatsächlich doch wohl irgendwo anders. Zum Beispiel sehen wir hier, die Menge an unfairen Mechaniken, die From Software diesmal eingebaut hat, ist viel zu hoch oder ist so hoch, dass man Spieler nur empfehlen kann, wenn man sich selbst hasst. Das ist schon eine eindeutige Aussage. Von unsichtbaren Bossen, dessen einzige Attacke sind, sich von hinten abzustechen, Walls, von denen man weglaufen muss oder verstecken, die dann bei der kleinsten Berührung sofort töten, zu Rittern auf ihren Pferden, dessen Blitze so ziemlich unausweichlich sind. Wer das Gefühl hat von einem Ziegelstein im, naja, ihr wisst schon, mag, wird dieses Spiel lieben. Also eine eindeutige Aussage über die Schwierigkeit. Da finden wir auch einige von den Kommentaren zu. Das ist aber nicht das Hauptproblem, trotzdem ist ganz klar der Vibe zu fühlen, dass selbst erfahrenere Spieler das Spiel zu schwer finden. Das große Problem scheint aber irgendwo anders zu liegen. Wenn ich mir die Großteil der ganzen Reviews anschaue, auf Deutsch, aber auch auf Englisch natürlich, dann finden wir vor allem einen Trend. Dieser Trend sagt ganz klar Bugs und Performance. Wenn man zum Beispiel mal diesen Kommentar hier anschaut, er sagt ganz klar, dass er einen Bug hat, dass normale Gegner unsichtbar werden und aufgrund dessen kann er halt das Gameplay nicht gut empfinden oder es wirklich genießen. Er findet an sich das Spiel gut in der Grafik und im Gameplay, aber das bringt halt nicht, solange dieser Bug nicht gefixt ist. Außerdem sehen wir hier oben direkt weiterhin, das Spiel schmiert öfters ab, als ich sterbe. Ein guter Witz übrigens. Oder hier, ihr solltet besser zwei Patches noch warten, bevor ihr in irgendeiner Form dieses Spiel kauft, weil es eben die Framerate-Drops gibt, die noch okay sind, aber eben diese unsichtbaren Gegner, da kommen sie wieder, tatsächlich ein großes Problem sind. Das wiederholt sich halt ständig in den Kommentaren. Man kann einfach selber durchscrollen. Längere gibt es auch, die auch etwas differenziert darauf eingehen, warum eben die Performance Probleme bereitet. Viele auch Abstürze natürlich haben, wie wir eben schon gesehen haben, und so weiter und so fort. Das heißt, leider, auch wenn ich die Technik noch im letzten Video gelobt habe, muss ich jetzt sagen, dass das natürlich gar nicht geht. Aber es ist natürlich schon fixbar und ich kann für mich persönlich nur sprechen, ich habe tatsächlich Mikroruckler hatte ich, aber alles andere konnte ich jetzt noch nicht sagen. Bin wohl auch erst beim dritten oder vierten Boss. Und es gibt tatsächlich schon ein Statement von Miyazaki, deswegen mache ich ja dieses Video tatsächlich, zu diesen ganzen Kommentaren. Er geht aber vor allen Dingen nur auf die Schwierigkeit ein, er geht nicht auf die Performance ein, was ich mir doch irgendwo gewünscht hätte. Aber er sagt ganz klar, wenn wir wollten, dass die ganze Welt Elden Ring spielt, könnten wir es leichter machen. Das ist aber offensichtlich nicht sein Ziel. Und hier bei mein MMO wurde auch ganz klar das Fazit festgehalten, dass das Spiel sehr schwer ist. Man sieht es hier nochmal, der neue DLC Shadow of the Erdtree ist sogar noch schwerer als eben Elden Ring an sich. Und im Interview erklärt der Boss selber, warum das so sein muss. Es ist ja genau der Punkt, dass es so schwer ist, sagt Miyazaki dabei. Er geht ganz klar darauf ein, dass es auf jeden Fall schwer ist, aber eben auch viel mehr Freiheiten bietet als Dark Souls, das eben wesentlich linearer war und deswegen doch mehr irgendwo an so eine, ja, vor so eine Wand stoßen konnte, während man bei Elden Ring sich ja frei bewegen kann, um eben auch neue Möglichkeiten zu geben. Das sieht man hier. Wollte nicht, dass sich der Spieler klaustrophobisch fühlt oder seine Möglichkeiten beschränkt. Das heißt, das ist noch immer das Setting, was da ist, dass man die düstere Atmosphäre oder zumindest diese kalte Atmosphäre hat, aber dass man eben kurz mal sagen kann, man läuft immer rum, man geht irgendwo in eine andere Richtung und lässt jetzt erstmal diesen Boss links liegen, damit man sich da nicht die Zähne ausbeißt und vor Frustration, naja, weiß nicht, seinen Controller gegen die Wand schmeißt. Weiterhin geht er darauf ein, da kann ich jetzt, bevor ich zu meiner Meinung komme, ganz klar sagen, das stimmt. Also ich bin nicht der Ultra Dark Souls Spieler, der irgendwie total krass ist oder sonst irgendwas, weiß aber, jedem DLC kam immer auf, das ist total hart. Dann sagt er nochmal, diese Diskussion über den Schwierigkeitsgrad gab es bei jedem neuen Spiel und auch, wie gesagt, gerade beim DLC fand ich es immer intensiver nochmal. Manche
manche DLC sollten natürlich nochmal obendrauf kommen, also das Spiel nochmal verschweren, erschweren und halt nochmal ein bisschen Herausforderung bieten. Und diese Diskussion habe ich am Rande immer mitbekommen, obwohl ich persönlich nicht so involviert war oder ein krasser Spieler dabei war. Und dann sagt er ganz klar, andere Entwickler würden einen Easy-Mode einführen, manche Gegner sogar ganz aus dem Spiel entfernen. Also man kann, glaube ich, jetzt schon mal davon ausgehen, dass keine Patches kommen werden, das Spiel einfach machen, Performance wird bestimmt stabilisiert, aber einfach wird das Spiel, glaube ich, nicht. Aber für ein Spiel wie Elden Ring kommen wir das nicht in Frage. Dass es so herausfordernd ist, sei ja genau der Punkt. Und hier die Schwierigkeit zurückzudrehen, würde es kreativ kompromittieren. Ihr seht, da kommen wir schon darauf zurück, was ich im letzten Video auch schon angeführt habe. Es geht ihm ganz klar um diese Kreativität. Das führt ihr hier in einem ganz klaren Statement noch einmal auf. Wenn wir wirklich wollten, dass die ganze Welt das Spiel spielt, hätten wir einfach den Schwierigkeitsgrad immer weiter herunterschrauben. Aber das war nicht der richtige Ansatz. Hätten wir diesen Ansatz gewählt, glaube ich nicht, dass das Spiel so geworden wäre, wie es ist. Denn das Erfolgserlebnis, das die Spieler beim Überwinden dieser Hürde haben, ist ein so grundlegender Teil des Spielerlebnisses. Den Schwierigkeitsgrad herunterzuschrauben, würde dem Spiel diese Freude nehmen, was in meinen Augen das Spiel selbst zerstören würde. Wenn ich jetzt zu meiner Meinung komme, geht es um zwei Punkte. Der eine Punkt, ich merke, den brauche ich viel zu lange, um ihn zu erklären, deswegen fangen wir erstmal mit dem Leichen an. Erstmal, wie krass ist einfach generell dieses Statement? Dieser unglaubliche Iron Will, also dieser unglaubliche Wille, dieser Mann als Chef dieser Firma und diese Firma halt an den Tag legen. Stellt euch einmal jeglichen anderen CEO vor, der diese Sachen gesagt bekommt, dein Spiel ist zu hart, deswegen kriegen wir schlechte Bewertungen, die wären komplett im Panikmodus und würden sagen, ja, sorry, machen wir alles anders, machen wir alles anders. Deswegen kommt ja auch diese Bemerkung mit Easy Mode einführen, wie er es so schön sagt, was ja schon irgendwie, finde ich, ein bisschen Disrespect ist, weil er ganz klar sagt, ja, andere Leute würden dann sagen, ja, dann lösche ich halt die Gegner. Aber das machen wir nicht. Das heißt, er ist da ganz klar auf einer festen Linie und lässt sich da auch überhaupt nicht beirren. Und das halt schon seit, nochmal, ich habe es ja im letzten Video angedeutet, 15 Jahren, wo konstant Leute sagen, das ist zu schwer, das ist zu schwer. Und es geht ihm wirklich am, naja, ihr wisst schon, vorbei und er sagt ganz klar, das geht nicht. Warum nicht? Ja, man merkt es wieder. Er will die Kreativität dieses Spiels und dieser Firma nicht einschränken. Bevor wir zum zweiten Punkt kommen, gehen wir doch lieber auf die Meinung ein, denn der führt wieder viel zu weit. Und da werde ich wahrscheinlich viel von euch verlieren. Gerade die neuen Zuschauer wissen ja noch nicht, dass ich ständig differenziere, aber auch brabbel, die ganze Geschichte vorstelle, also News vorstelle und dann meine Meinung dazu sage. Aber wenn noch da seid, willkommen, lasst ein Like da, ein Abo da und einen Kommentar da oder kommt bei Twitch vorbei, das würde mich sehr freuen. Aber wir gehen auf jeden Fall mit die Meinung ein. Denn ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich sehe das auch so wie Miyazaki, dass das Spiel natürlich davon lebt. Wir reden ja von einem psychologischen Mechanismus, der Dopaminausschüttung, wenn ich so einen Boss gekillt habe und auch dieses Hürdenüberwinden, was mittlerweile ja in der ganzen Welt, aber gerade auch in der Gaming-Industrie, immer einfach nicht mehr attraktiv ist. Man will keine Spiele mehr haben, wo hohe Hürden drin sind, damit man halt möglichst alles plattgebügelt hat, die Kinderchen oder die Leute, die halt auch nicht viel ja, Gaming betrieben haben können, das kurz kaufen, spielen mal 10 Stunden, schmeißen das Ding wieder in die Ecke, geben nochmal 60 Euro aus, um das nächste Spiel zu holen. Das ist nicht mehr attraktiv, dass man dann sagt, hey, der Boss wird dich auch mal 2, 3, 4 Stunden kosten. Da wirst du zittern, Schweißausbrüche haben, schreien, brüllen, schnauzen. Das ist einfach nicht mehr gewollt, weil es eben viele Spieler nicht mehr abholt. Und ich finde es halt sehr beeindruckend, dass er auch da so radikal fast schon bei seiner Linie bleibt, um eben auch seine Firma zu schützen und ganz klar zu sagen, das sind unsere Produkte. Lebt damit, nimmt sie oder lasst sie einfach liegen. Uns ist egal. Ich will nicht jeden abholen. Ich will, dass ihr diese Produkte nur kauft, wenn ihr bereit seid, dieses Engagement einzugehen, wirklich diesen Kampf auch durchzuführen. Deswegen fällt es mir natürlich auch schwer, da etwas Negatives sozusagen, weil es ist so selten geworden, dass sich Firmen, gerade größere Firmen, wie eben From Software und deren CEO hinstellen und sowas eiskalt und gnadenlos behaupten. Das halt schon seit 15 Jahren, wie ich im letzten Video angedeutet habe. Was halt wirklich krankhaft ist, dass man an dieser Linie festhält und der so viel Support für seine Arbeiter und seine Entwickler halt gibt, das finde ich einfach beeindruckend. Und das muss man einfach nochmal hervorheben und ich finde, das ist ganz wichtig, dass man das nochmal hervorhebt und ganz klar sagt. Solche CEOs bräuchten alle Firmen, müssen nicht immer wegen der Schwierigkeit darum gehen, aber dass man ganz klar diese Linie hat und ganz klar diese Linie folgt. Da können wir wieder das Beispiel BioWare anführen. Hätten wir wirklich da von EA oder irgendjemanden, jemand, der da ganz klar für die Firma einsteht und sagt, nein, die machen jetzt bitte dasselbe wie immer. Die machen diese etwas linearen RPGs mit einer super Story, dann wäre da auch ein anderes Produkt rausgekommen oder wäre die Firma auf einem ganz anderen Level, als sie eben jetzt ist, wo man fast schon Angst haben muss, dass sie geschlossen werden muss. Oder eben, wo viele Firmen ja schon geschlossen worden sind, weil die CEOs nicht dahinter stehen. Aber ich muss trotzdem etwas Negatives sagen, denn auch natürlich die andere Seite kann ich beleuchten. Ich hatte gestern eine Diskussion mit einer Zuschauerin, da hatten wir tatsächlich drüber geredet, wie ist das denn mit so einem Erkundungsmodus? Wäre doch irgendwie auch ganz cool. Ich bin da auch irgendwo nicht abgeneigt, denn ich sehe es so, die Welt ist so wunderschön, so vertikal und auch so divers dabei, dass es einfach ein absolutes Highlight ist, das einfach sich mal anzuschauen, da durchzulaufen und zu genießen. Und es ist halt schon sehr schade, wenn man dann oft so in diese Zitterpartie kommt, ah, jetzt muss ich aber noch diesen krassen Boss töten. Hier ist es in Elden Ring ja schon so, dass ihr viel umgehen könnt, aber es gibt natürlich irgendwo abgeschlossene Gegenden, wo ihr nur
nur bestimmten Bedingungen hinkommt. Und ich finde es halt dahingehend schon sinnvoll, sehe aber das große Problem, dass natürlich so ein Modus dann wirklich das Spiel zu sehr versimpeln würde. Und dann wäre es eigentlich nur so ein Laufsimulator. Und dadurch würde das Spiel natürlich sehr viel Attraktivität verlieren. Und das ist ja auch das, was Miyazaki meint. Es müsste halt ein extremer Balanceakt sein, dass man einfach sagt, nicht Easy Mode, wie er das ja so herabwürdigend sagt, sondern einfach einen Modus hat, der das ein bisschen versimpelt, so dass man da durchgehen kann. Und die Gegner kann man ja auch so schon sehr gut links liegen lassen, muss man sagen. Aber die Gegner oder die Bosse auch einigermaßen gut besiegen kann. Das ist ganz gut so, denn dann könnte man wirklich dieses Ganze mitnehmen. Man würde auch mehr Publikum bekommen. Aber nochmal, man merkt halt, es ist nicht sein Ziel, es ist nicht das Ziel der Firma. Und da steht er auch mit vollem Herzen hinter. Von daher müssen wir das ja in irgendeiner Form auch akzeptieren. Und es zeigt halt, dass er an einem Weg festhält. Das kann man auch nur respektieren. Und jetzt zum berüchtigten zweiten Punkt. Der zweite Punkt, ich versuche ihn zusammenzufassen, ist einfach der, dass ich persönlich jetzt nicht irgendwie ein Hardcore-Dark Souls-Spieler bin. Das darf man nicht denken. Denn ich denke, von der Perspektive aus wird man sagen, stell dich nicht an, ist halt so. Spiel ist doch voll geil, ich mag das voll. Nee, ist nicht so. Ich habe Dark Souls 1, 2 und 3 gespielt. Demon's Souls glaube ich nicht mal. Bin dann tatsächlich zufrieden gewesen, sehr frustriert. Habe gesagt, okay, habe ich gespielt. Boah, war das anstrengend. Leg die Spiele beiseite. Ich fand die Welten halt immer genial. Und das finde ich auch bei Elden Ring so. Ich habe bei Elden Ring auch irgendwann gesagt, nee, das ist mir zu krass. Ich bin so frustriert. Das heißt, ich muss hier irgendeine Alternative finden. Habe mir ein Bild rausgesucht im Internet. Und damit hat das Spiel relativ leicht durchgemacht. Aber ich habe es halt wirklich bis zum Erbrechen dann durchgemacht. Bin da wirklich die 70, 80 Stunden durchgegangen, obwohl ich jeden Boss dann fast schon, lächerlich einfach machen konnte. Halt mit diesem Moonveil, was man hier oben auch mal sehen kann, um eben wirklich diese Welt zu genießen. Ich bin in jede Ecke reingegangen und guckt, ah, okay, da ist so ein Story-Fragment und da kann man also noch hin, da gehen wir noch rum, da kommen wir noch rüber und dann, ach ja, okay, ach krass, und da komme ich nochmal dann hin. Das fand ich halt so genial und das ist meine Warte, nicht die Warte von, ich bin da 20 Mal nackig mit Level 1 durchgelaufen, habe jeden Boss gekeult oder sowas, wie es halt tatsächlich einige Streamer tun. Ich glaube auch, dass deswegen das DLC so krass ist, weil eben viele Streamer natürlich auch krass sind, wenn man seit 2 Jahren nur Elden Ring zockt. Aber das ist absolut nicht meine Stellung. Von daher denkt das auf keinen Fall. Abschließend kann ich also nur sagen, schade, dass er nichts zum Performance gesagt hat. Das hätte ich mir auch schon gewünscht, wenn man eben so ein starkes Statement, auch so ein willensstarkes Statement macht, dass man auch anspricht, okay, da scheint irgendwas in der Programmierung falsch gelaufen zu sein. Da hätten wir vielleicht im PC-Port noch ein bisschen was dran arbeiten müssen. Aber gut, ich denke, dass das schon mit Patch beseitigt werden kann. Und ansonsten, wie gesagt, beeindruckt mich einfach in dieser heutigen Landschaft so willensstark seine Firma zu verteidigen. Das gibt von mir auf jeden Fall nur einen Daumen hoch. Das ist absolut klasse. Könnt ihr mal sagen, wie es ihr so seht? Wie habt ihr das Spiel überhaupt gespielt? Seht ihr denn generell diese Kontroverse dahinter, die ja immer wieder aufkommt, als problematisch an? Also sie sollen einfach mal einen Easy-Mode bringen oder sagt ihr, komm, hör auf darüber zu labern, lasst ihr doch einfach ihr Spiel so gestalten, wie es ist. Oder was ist sonst eure Meinung? Schreibt es in die Kommentare, das freut den Algorithmus und mich. Kommt sonst gerne bei OmniLP auf Twitch vorbei, folgt mir da einfach nur, um mich supporten und ansonsten hören wir uns im nächsten Video.